Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wir kennen diese Frage aus Märchen und aus Geschichten. Manchmal sind es sogar gleich drei Wünsche. Was würdest du dir wünschen? Dass bald ein Impfstoff gefunden wird gegen das Virus. Frieden. Dass keiner hungern muss. Regen. Was wäre vielleicht ein persönlicher Wunsch für dich? Gesundheit, unverwundbarer zu werden gegenüber Feindseligkeiten vielleicht oder Mut? Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Auch dem König Salomo wird diese Frage gestellt, nicht von irgendeiner Fee, sondern von Gott selber. Salomo steht ganz am Anfang seiner Regierungszeit als König. Große Aufgaben und Herausforderungen warten auf ihn. Und Gott spricht zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du wolltest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Salomo bittet nicht um Macht und Reichtum, nicht um Stärke, sondern um ein gehorsames Herz. Er möchte verstehen, er möchte unterscheiden können, was gut ist und was böse ist. Weisheit ist es, worum Salomo bittet. Und wenn er sich als Gottes Knecht bezeichnet, dann macht er damit deutlich, dass da noch einer über ihm ist, einer, dem er Rechenschaft schuldet, einer, dem er auch verantwortlich ist. Salomo sprach: Du wolltest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. In Bayern treten gerade die neuen oder die wiedergewählten Bürgermeister und Landräte ihren Dienst an. Gemeinderäte, Stadträte, Kreis- und Bezirksräte. Viele Entscheidungen werden zu fällen sein in diesen besonderen Zeiten umso mehr. Viele ganz unterschiedliche Erwartungen und Forderungen werden an sie herangetragen werden, wie auch bei denen ganz oben im Land und Bund. Und die brauchen unsere Unterstützung und Fürbitte ganz besonders. Wir bitten Gott um seinen Beistand für unsere Entscheidungsträger in den Kommunen, Städten und Kreisen, im Land und im Bund und auch für uns selber, die wir ja selbst auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt sind. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Bleiben Sie behütet. Thank you.